einen wunderschönen guten Morgen gewünscht da draußen, meine Lieben. Wie unschlüssig, was ich hier benutzen möchte. Ich bin eigentlich gerade schon so auf dem Sprung, einkaufen zu gehen, würde aber gerne ein Klappkörbchen mitnehmen. Das ist immer das Beste. Jetzt muss ich noch meinen Autoschlüssel finden. Ich hasse das. Ich habe den hier irgendwo liegen gesehen. Ach, hier. Koffer, Klappbox. Also, ich habe mir gerade mal Öl, also ob da Öl, weiß ja, wie der gestern ein bisschen gerochen hat. Ja. Aber es sieht so gut aus. Ich müsste es halt bei der Hinter einmal sauber machen. Mit einem Tuch und Bremsenreiniger oder so. Und dann sieht man, ob Neues kommt. Magst du bei mir im Auto in der Mitte gucken, ob unser mein Hausschlüssel ist? In dem Handkofferraum. So. Wollen wir? Bitte sag nichts zu meinem Auto. Ich weiß, dass es grausam ist. Hey, das passt ja perfekt da rein. Ich liebe mein Auto, deswegen. Wenn du waschen gehst, dann komme ich mit, dann kann ich meinen Oma saugen und alles. Ja, dann lass uns bitte gleich dafür verabreden. Was ist heute, Donnerstag? Ja. Wann haben Sie denn Zeit dafür? Also heute Nachmittag habe ich da schon eine Verabredung. Ja? Ja. Wo? Beim Zahnarzt. Aber vielleicht finden wir einen baldigen anderen Termin. Ja. Okay. Ich mache jetzt gerade Essen und zwar gibt es heute Bratkartoffeln mit, ja, wie erkläre ich das? Fleischwurst und Ei und Schnittlauch und sowas alles. Und genau, das mache ich jetzt. Marlene hat gerade eben, also beziehungsweise hat gestern einen offenen, körnigen Frischkäse in den Kühlschrank gestellt und man hat den gleich mit rausgerissen bei der ersten Bewegung. Er hat mich gerade richtig angepieselt. Marlene ist ja jetzt im Einkaufszentrum. Und ich habe neues Trinken. Du kannst mal jetzt trinken. Mhm. Cool. Und dabei guckt Maris jetzt gerade Fernseher, weil er ist ja gerade von der Kita gekommen und da währenddessen ich immer Essen mache, ja zum Runterkommen seine YouTube, keine Ahnung was er da guckt, Kinderserien gucken. Und na, ich mache jetzt das Essen. Auf? Nee, die geht nicht auf. Nebenbei, Mara Maus ist auch fleißig, die kümmert sich. Mara? Mara, ach so, das möchte ich euch jetzt nicht zeigen, aber Mara kümmert sich gerade um das Katzenklo. Ihre Aufgabe ist immer so Katzenfutter und Trinken. Maris hat heute noch Zahnarzttermin. Mal gucken, ob ich da filmen kann. Hier gucke ich mal. Aber jetzt ist erstmal ein bisschen aufräumen, essen und sowas halt angesagt. Und in Maris im Fall noch rumspielen. Was machst du da? Kleben. Zeig mal, was ist das? Was ist denn das gewesen? Ein Staubwedel, ne? Ja, da kann man hauen vielleicht. Wow. Und dann kann man das da reinstecken. Ist das hier? Das ist die Sohle. Warum? Los, zieh dir mal schnell deine Schuhe, müssen los. Und dann kann ich rauffallen. Und warum hast du den Nuckel im Mund? Weil du kannst ja gar nicht schlafen. Hä? Du sollst den Nuckel in den Mund machen, wenn du schlafen gehst. Hä? Oder kuscheln willst. Oder kuscheln mit einer Katze. Katze. Kuscheln, kuscheln. Die Zunge. Mama, die Zunge von den Schuhen macht mich
jeden Tag Angst. Soll ich dir helfen? Nein, das kann ich schon alleine. Ich hatte morgen auch schon Hörner. Ach so. Das kann ich schon. Oh, warte. Nicht. Warte. Ich hab das. Ich sitze hier und warte. Guck. Das sieht gut aus. Und dann noch. So machen. Klasse. Nee, ich hab das schon. Dann muss ich da. Dahin fuchteln. Hä? Meine Zunge. Hä? Was mit meiner Zunge? Hey, Zunge, was? Warum bist du gar nicht da? Klasse. Wow, das sieht jetzt richtig gut aus. So, ihr seht leicht neblig aus. Haha, ich hab dich nicht gewonnen. Ich hab Farbe gewonnen. Okay. Du nicht. Okay. Doch, du hast sie auch gewonnen. Okay. Ja. Weißt du, warum? Weißt du, wo ich hin damit ist? Musst du richtig rufen, damit sie dir zuhören. Mama, guck mal, ich kann runterspringen. Guck mal. Bitte spring nicht, Maris. Ich hab Angst, dass du dich wieder verletzt. Ohne Mist jetzt. Nee. Mir geht's immer ganz schlecht, wenn du irgendwo runterspringst. Ja? Was denn für welche? A, A, A. Bibi? Ja, komm ich. Langsam bitte. Oh, ich muss wieder auf. Ich glaube in der unteren, wenn ich mich nicht täusche. Huch! Oh mein Gott. Ist hier was los? So. Ja, die Tür ist offen, aber es hat sich hier schon wieder alles verdreht. Es hat sich schon wieder alles verdreht. Oh. Hallo? So, Bibi. Ist da von Nachbarn von uns? Ja. Ich muss mein Auto ausräumen. Das mache ich morgen vor Mittag noch. Der sagt immer Hallo. Ne, ganz nett, ne? Ja, der ist ganz lieb. Ja. Und der macht nicht blöde Sachen. Okay, warum geht man jetzt? Ich komme hier rüber. Hier bin ich. Hier bin ich. Was ist denn das? Also was hab ich denn in meinem Auto drin? Ganz viel. Ganz viel. Heilige Makrele. Mara, es bitte nicht machen. Ich guck noch mal. Kannst du dich bitte nicht verletzen? Ja. Heiliger Bimbam, was ist das? Hey! Hey! Buch, 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 Buch. Hey, ich hab's hier. Oh, ich kann mich hier hinsetzen. Guck dir mal an, wie Mamas Auto aussieht. Das sieht aus wie im Schweinestall. Ja. So. Ja. Wo fahren wir beide jetzt hin? Ganz im Weg zur Schule. Zur Schule? Okay, ich bringe dich jetzt in die Schule. Nein! Ach so, wo wolltest du denn dann hin? Zur Zahnarzt. Okay, und was machen wir da? Schwimmen. Schwimmen? Ja. Du meinst, wir spielen ein bisschen auf dem Stuhl und gucken uns den Zahnarztstuhl mal richtig an, ne? Und dann? Spielst du ein bisschen mit dem Wasser da, mit dem Spritzewasser und mit dem Sauger. Und wir gucken ein bisschen uns deine Zähne an und gucken nach, ob die Mama Monster da drinnen gelassen hat. Aber ich glaube nicht, weil die Mama ist ganz gut. Du hast nur die Fusselsäcke genommen, was ich habe es hab. Genau, klasse. Ich habe nur die Fusseln weggenommen, die du gegessen hast, ne? Jetzt haben wir das geschafft. Genau, und jetzt fahren wir da schnell hin, okay? Ja. Und los geht's! Batman! Hä? Batman? Was sagt die Mama? Batman. Batman!
Und Papa muss nachher nochmal mit meinem Auto in die Werkstatt fahren. Aber wollen wir mal Batman besuchen? Batman besuchen? Ja. Ich glaube, das geht nicht, mein Hase. Oder Pepper Woods. Also, wir waren bei der Desensibilisierung beim Zahnarzt und es war echt mega cool. Es hat mich jetzt 40,09 € gekostet, glaube ich. Und da wurde Maris halt der komplette Stuhl gezeigt. Er durfte mit allen Geräten spielen und so weiter, aber vielleicht will der Maris das gleich mal erzählen. Marlene, guck doch mal, was der Maris bekommen hat. Wo ist dein Blattpapier? Und Maris, wie war gewesen? Guck mal. Wo ist ein Blatt Papier? Zeig mal, ich will das mal sehen. Was hast du denn da? Ich will von Baby. Maris und Mara hat da was gekauft. Da ist ein Blatt Papier. Willst du nicht erst mal dem Papa erzählen? Guck mal, das hab ich für dich gekauft. Willst du erst mal, dass du damit saugst? Lass auch mal. Sie will mir mit dem neuen Staubsauger saugen, deswegen saugt man ihn jetzt. Ich hab schon ein Blatt. Ja, ich weiß. Du hast auch noch was für ihn gekauft. Darf ich kurz anmachen? Ja? Ja, hab ich doch gerade eh schon gegeben. Ach so, oh. Also, er hat bekommen. Er durfte mit dem Wasserspritzer spritzen, mit dem Sauger das Wasser aus dem Becher saugen, mit dem Schlürfi das Wasser wegsaugen. Maris, wie war das gewesen? Maris, wie war das da beim Zahnarzt? War das cool? Mhm. Ja, und was durftest du noch machen? Was hat die Frau gemacht mit dem kleinen Watteschwämmchen? Die haben deine Zähne bunt gemacht, ne? Mhm. Und ganz viele Bücher haben wir uns angeguckt, ne? Oh, wie süß er diese Stempel macht. Darf ich jetzt weiter sagen? Ja, saug du mal weiter. Und ich mache gleich das Badewasser fertig für Maris. Also, sie ist meiner Familie wichtig. Und deswegen ist sie ganz einfach. Ja, Leute, ich wollte es euch nur nicht sagen. Das ist ein Witz, oder? Kurz will ich verkneifen, sorry. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen Olivenöl und Shea-Butter in die vorderen Strähnen reingerieben, weil hinten habe ich keine Probleme mit kaputten Haaren, das ist hauptsächlich vorne. Wartet. Die ganze Zeit, als wenn hier jemand vor der Tür steht. Komisch. Genau, damit gehe ich jetzt schlafen. Mara und Maris liegen bei mir im Bett. Die muss ich jetzt hochscheuchen. Kann sie oben Netflix gucken? Kann ich bei euch gucken? Darf ich bei euch gucken? Ja. Kannst du machen, da geht's ja auch. Also wie ist auch ja, das kannst du machen. Da kannst du auch schlafen, wenn du möchtest. Echt? Dann los. Nein, ich darf mit meinem Papa im Bett schlafen. Alexa, schalte Fernseher an. Alexa, schalte Fernseher an. Dann guck ich da doch. Hä? Ich dachte, ja, wir gucken jetzt auch gleich, aber ich muss erstmal hier noch den kleinen toten Knupsi irgendwie ins Bett tragen. Alter, guck mal, der sieht wirklich aus, als wenn er tot wäre. Du bist Fix und Foxy, ey. Fix und Foxy? Mama, wenn darauf steht, kann ich noch Zigarette bringen? Mama, ist oben bei euch auch ein Ladekabel fürs Handy? Ja, auf meiner Seite. Beide. Ach, auf deiner auch? Okay. Lass ihn, Mara, er atmet, das ist alles gut. Geh bitte, Mara Maus. Ich krieg auch so einen Kuss hier auf den Mund von ihm. Das war jetzt das Süßeste, was ich gerade gemacht habe. Was ist mit deinem T-Shirt hier los? Das ist das dreckigste T-Shirt, was ich habe. Ich habe mir damit den Mund abgewischt und Schokolade gegessen. Ist das dein Ernst? Ey! Ja, da war Schokolade drauf und dann dachte ich mir, ist eh schon verbaut. Oh. Ich muss mein Gesicht jetzt auch noch schon abschminken. Ich bringe jetzt das Baby hoch, schminke mein Gesicht ab und leg mich ins Bett. Das war's wieder von uns. Für euch, ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja, hast du bestimmt vergessen. Was denn aus dem steht da Fokus? Das ist ja von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich bin jetzt gerade voll gefressen. War das denn heute spannend? Hast du denn deine Leute heute unterhalten? Ich hoffe es. Habe ich euch unterhalten? Ja.